Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir befinden uns wieder in unserer Megacity, die größte Stadt, die ich jemals gebaut habe in City Skylines. Und wir haben hier schon eine Folge abgedreht und zwar ist das ein Projekt, was bei Twitch entstanden ist, wo ich versucht habe, die 1 Million Einwohner zu erreichen, was natürlich nicht ganz geklappt hat und deswegen die Stadt leider nur die 800.000 Einwohner um den Dreh behält und halt eigentlich schon deswegen trotzdem eine sehr, sehr große Stadt ist, aber halt leider Ziel verfehlt gewesen. Und ich habe hier, wie gesagt, schon mal ein Video aufgenommen. Ich habe hier einfach mal überlegt, was passiert, wenn ich hier in dieser Stadt den Despawn ausschalte. Und gerade weil wir auch more Vehicles für diese Stadt benötigen, haben wir natürlich noch mal ein bisschen mehr Verkehr auf den Straßen. Und wenn man bedenkt, dass dieses Projekt, diese Stadt entstanden ist mit dem Despawn, war es einfach mal interessant zu sehen, was verkehrstechnisch hier für ein Chaos entstehen kann. Und ja, die Folge könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist auf jeden Fall sehr sehenswert und hat super, super viel Spaß gemacht. Und heute möchte ich ein bisschen was anderes machen. Ich möchte nämlich heute versuchen, die öffentlichen Verkehrsmittel hier etwas umzuarbeiten. Das heißt, wir werden die ganze Sache ein bisschen umbauen. Wir werden natürlich jetzt nicht alles komplett abreißen und komplett neu hier durch die Stadt verlegen, weil ich möchte jetzt eigentlich auch nicht meine Stadt abreißen, sondern ich möchte zum Beispiel gerade die Zuglinien als Beispiel, da sind eben so Punkte, wo ich halt schaue, dass wir halt die bestehenden Zuglinien schon so ein bisschen verwenden, dass ich ein paar andere Sachen da vielleicht dort an diesen Zuglinien noch ein bisschen umbaue, je nachdem, was sich halt so ergibt, und möchte einfach mal versuchen, dass wir einen sehr, sehr großen Teil der Stadt dann auch irgendwo dazu bewegen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Weil wie ich finde, sind das sehr, sehr wenig Leute und darum soll es heute mal gehen. Und das ist einfach auch wieder ein Versuch. Kann sein, dass er schief geht und ich würde natürlich für euch wieder hier das Safe Game hinterlegen, damit ihr das einfach auch selbst versuchen könnt. Ne, wie schon bei der anderen Folge habe ich das ja auch schon hinterlegt, damit man einfach so ein bisschen die, ja, einfach selbst probieren kann. Weil gerade bei so einer großen Stadt macht das natürlich Spaß, weil man halt eben auch hier, denke ich mal, auch wenn es immer ein bisschen dauert, weil die Stadt sehr langsam läuft, aber ich denke mal, dass man die Veränderungen hier sehr, sehr deutlich dann sehen wird. Und wir gehen erstmal über und ich zeige euch mal, wie die öffentlichen Verkehrsmittel überhaupt funktionieren. So, wie ihr seht, wir haben jetzt hier wieder die fast 800.000 Einwohner. Wir verlieren momentan ziemlich viele, was ich nicht so ganz verstehe. Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge war. Wir haben hier natürlich den Despawn. Das ist natürlich hier alles wieder ganz normal. Der Despawn ist an. Und verkehrstechnisch sind wir eben bei zwischen 60% und 70% immer. Und was jetzt wichtiger ist, sind hier eben die öffentlichen Verkehrsmittel. Ihr seht schon, dass Bus hier 2000 Leute fahren hier mit dem Bus. Ich weiß nicht, ob ich überall Buslinien habe. Ich meine, ein paar Bereiche fehlen auf jeden Fall, aber wir haben schon einige Buslinien und dafür sind 2000 Leute sehr, sehr wenig. Wir haben eine U-Bahn. Da sind auch fast 2000 Leute mit unterwegs. Und wir haben einen Zug, wo nicht mal 1000 Leute mit unterwegs sind. Ja. Und dann haben wir hier die Flugzeuge, wo auch wirklich wenig los ist, wie ich finde. Dann haben wir tatsächlich sogar noch Fähren, ne, wo ein bisschen was los ist. Interessant auch. Ne? Also wir haben hier schon sehr, sehr viel aufgebaut, wie ich sehe. Wir haben Straßenbahn, haben wir gar nicht gebaut, sehe ich gerade. Naja, müssen wir auch nicht unbedingt. Ne? Also brauchen wir auch nicht. Was ich auch noch nie so gebaut habe, sind tatsächlich hier die Oberleitungsbusse. Naja, interessant, interessant. Ja, Monorail. Hat auch sehr, sehr wenig, finde ich. Also ihr seht schon, im Insgesamten sind Bürger aus der Stadt von den 800.000 Einwohnern, ich runde immer ein bisschen auf, weil es halt immer sehr, sehr stark schwankt, ne? Also die knappen 800.000 Einwohner, davon sind 5.300 Leute da unterwegs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu kommt der Tourismus, wo eben hier 1.400 Leute insgesamt unterwegs sind. Und ich glaube, ihr gebt mir recht, dass das ein bisschen wenig ist, oder? Und deswegen, heute gehen wir hier mal über. Ich bin im Pause-Modus, damit sich das jetzt halt nicht so schnell verändert. Würde eben auch, weil ich hier so ein klares Ergebnis haben möchte, kann man sich auf jeden Fall so mal merken. Und ich baue das Ganze auch im Pause-Modus auf. Und wenn ich dann soweit fertig bin, dann lasse ich das ein bisschen laufen. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So der Plan auf jeden Fall. Genau.
So. Wir sehen schon auf jeden Fall, oh guck mal, ich habe sogar Sachen benannt. Wahnsinn, oder? 44 Fahrzeuge und 153 Passagiere. Sehr, sehr gut. Also ihr seht schon mal hier die Buslinien. Wir haben Buslinien, die sehr gut laufen. Aber ich sag mal so 50% fast sind einfach sehr, sehr schlecht. Und ich werde jetzt hier die Buslinien mal soweit alle entfernen, damit man hier einfach das Ganze nochmal neu und komplett clean verlegen können. Wir gehen weiter zur U-Bahn. Man sieht auch hier bei den U-Bahn-Linien ist es sehr, sehr katastrophal. Wir haben eine U-Bahn, gut, das ist Airport, ne? Es sind 500 Leute unterwegs, was schon gut ist. Wir werden natürlich auch die neuen U-Bahnen nehmen, das sind ja noch die alten. Damals gab es ja auch noch nicht die Fahrzeuge, wir werden aber trotzdem mit den offiziellen Sachen arbeiten. Aber ihr seht schon, auch hier ist sehr, sehr wenig los. Manche sind sehr, sehr stark besucht, manche halt gar nicht. So, der Spaß geht weiter mit Zügen, wo ich sagen muss, ja, okay. Sonst nur 3-4 Zuglinien, die jetzt unter 100 Leute mit dabei haben. Sonst finde ich schon, dass da ein paar Leute mit unterwegs sind, aber halt trotzdem viel zu wenig. Gut, die Fähre werde ich lassen. Das lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht. Natürlich hier kann man nicht viel machen. Die Monorail an sich haben wir eine Tour. Ich mache sie mal weg, die Monorail, aber dann haben wir auf jeden Fall hier mal alles clean. Ja, das heißt, wir können hier komplett durchsehen. Ich bin auch jemand, der immer auf diese Lupe klicken muss, anstatt einfach mal hier oben durchzuklicken. Warum bin ich so? Ich weiß es nicht. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt hier erstmal alles clean. Man sieht auf jeden Fall, die Monorail, die ist jetzt hier in diesen Bereichen. Die ist größtenteils hier in diesem Bereich. Man sieht das so ein bisschen hier, ne, das Hellrote, das sind die Monorail. Die müsste hier in diesem Bereich unterwegs sein. Sonst glaube ich sogar nirgends. Wir haben Züge, das sind hier Güter. Ich glaube, das ist der letzte, genau. Das ist der letzte Bahnhof. Der Rest sind alles Güter. Wir haben hier Bahnhöfe an sich. Wir haben, glaube ich, sogar getrennt Zugnetze. Also gut, Güter und Passagier eh, aber wir haben, glaube ich, auch sonst die Zuglinie intern getrennt. Na, wir haben hier einen großen Bahnhof, relativ. Was hier drüben auch hier ist ein großer Bahnhof. Wahnsinn, ne? Wir sind ja noch im Pausemodus. Wenn wir auf die Bahnhöfe klicken, sehen wir auch, was da ein bisschen unterwegs ist. Wir sehen, dass die U-Bahn hier, die sieht man, finde ich, gar nicht so gut. Aber halt die U-Bahn hier, das ist hier nicht die U-Bahn hier, aber zum Beispiel geht auch hier komplett durch. Wir haben die aber viel zu wenig miteinander verbunden. Ich werde jetzt natürlich die U-Bahn nicht neu aufbauen. Ich werde auch die U-Bahn-Stationen benutzen, so wie sie da sind. Ich werde neue vielleicht hinzufügen und werde aber auch hier so Zwischenverbindungen machen, damit man unterschiedliche Routen bekommt. Also zum Beispiel die rechte Seite, dass man das so ein bisschen voneinander trennt. Und ich würde gerne hier an der Stelle dann eben gerade mal, wenn man sagt, wir fangen mal mit Bus an, hier vielleicht so ein großes Bus, also so ein Bahnhof halt hinbauen für die ganzen Busse. Ich muss mal schauen, wir haben jetzt hier, obwohl ich muss sagen, es geht eigentlich. Die Richtung ist ein bisschen mehr Verkehr unterwegs. Müssen mal hier etwas spiegeln. Dass diese Sachen hier funktionieren. Ja. So. Hier auf jeden Fall eine Ampel hin. Dann haben wir hier aber so einen Punkt, wo wir, glaube ich, hier die Züge und die Busse miteinander verknüpfen können, was sehr, sehr gut ist. Ich werde gerne hier dann ein bisschen runter. Ich werde gerne hier durchgehen. Und dann eben hier verbinden. Dann haben wir hier eben auch die Möglichkeit, dass die Leute direkt zum zum Zug laufen können und hier nochmal eine Abkürzung, dass die Leute eben zur U-Bahn laufen können. Von hier aus, weil ich das eigentlich, glaube ich, ganz cool fand, so ein bisschen als Mittelpunkt, würde ich das gerne dann mit Buslinien etwas machen. Wir haben auch hier, wo ist denn unser großer Bahnhof hier? An der Stelle haben wir das gleiche Konstrukt. Krass, dass wir da sogar Platz frei haben dafür. Habe ich jetzt nicht so mitgerechnet. Da können wir nämlich den kleineren, wir können auch den großen nehmen. Machen wir aber den kleineren, das ist auch der Bahnhof. Ja, großer, anderes groß, größer, aber ja, wir haben hier auch wieder einen. Können wir auf jeden Fall dafür verwenden, dass man hier natürlich auch so ein bisschen die ganzen Leute hinbekommt, damit halt auch die Züge vielleicht mal ein bisschen mehr verwendet werden. Ja,
Das heißt, wir werden mit den Buslinien erstmal beginnen und werden jetzt hier ganz gemütlich die ein oder andere Buslinie ziehen. Ich würde von der Seite aus anfangen. Die fahren hier einmal rum und würde eben hier gucken. Das war natürlich ein paar Haltestellen hinbekommen. Wie kommen wir denn hier durch? Wer hat denn das so gebaut hier? Alles Sackgassen hier, ne? Wie kommen wir hier denn runter? Gar nicht. Hier richtig cool gebaut. Ne, manchmal kann ich's. Manchmal kann ich's. Das heißt, hier kommen wir gar nicht runter. Na gut. Und erstmal eine kleinere Tour haben. Geht hier einmal im Kreis. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Aber das ist ja echt mit den Verbindungen, haben wir ja da großen Quatsch gemacht. Wenn man das mal so betrachtet. Wir gehen hier mal durch. Und dann wandern wir hier rüber. Und hier mal die Sackgasse. Ich wäre ja gerne hier durchgegangen. Sind halt ein bisschen dunkler, die Straßen, die ich hier noch baue. Aber ich meine, es geht ja jetzt hier wirklich nicht darum, das irgendwie schön hinzubekommen. Das Einzige, was schön sein soll, sind die Verkehrsmittel am Ende. Und zwar sollen die schön funktionieren. Wie viel haben wir denn hier noch? Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Möglichkeiten. Wir nutzen das natürlich dann auch. Wie sieht denn das aus? Wir gehen auf jeden Fall immer hier rum. Da kann man nichts dran ändern. Ist aber auch jetzt nicht so. Es hätte uns tatsächlich hier das Kleine gereicht. Wenn ich das jetzt abreiße, sind die Linien auch alle weg, oder? Täusche ich mich da? Ich mir das mal so anschaue, reichen die Linien, die wir hier gebaut haben, auf jeden Fall. Ich möchte mal probieren. Genau, die verschieben sich dann. Ich möchte den hier bauen. So. Gerade mal eine Sache kurz machen. Wir müssen mal kurz die Farben ändern. Ich weiß, welche Linie ich schon irgendwo hingemacht habe. Wir machen mal die vier Farben. Das, wir haben hier die vier Linien und das stimmt jetzt soweit auch. Ne? Da haben wir jetzt nicht irgendwie eine Haltestelle übersehen. Genau, so. Weil ich würde gerne auch hier hinten mal schauen. Okay, der Bahnhof ist aber auch an der Stelle, die nicht so prickelnd ist, ne? Das ist hier halt auch mit der Industrie und allem eine ganz kritische Geschichte. Wir können das so machen. Wir haben hier, ach so, dann haben wir hier aber den Anschluss. Der ist halt auch katastrophal hier, der Anschluss. Wir machen das mal. Ich möchte gerne mit den Depots ein bisschen ab... Ich sag immer Depots, mit den Bahnhöfen, mit den Busbahnhöfen etwas arbeiten. Ich habe da irgendwie Lust zu, die mit reinzubringen. Fahren alle hier rein und dann da hinten raus. Okay, dann starten wir hier. Und schauen mal, was wir hier eben so anstellen können. Versuche auf jeden Fall, dass das Video nicht so lange wird wie das letzte Video. Ich glaube, das letzte war ein bisschen zu lange. Dann haben wir hier auch wieder weitere vier Linien. Ich weiß gar nicht, wie viele Linien wir davor hatten. Super. Weiß gar nicht, wie viele Linien wir davor hatten. Müssen wir mal schauen. Ich würde allgemein die Busse ein bisschen anpassen. Und dann haben wir von den Kapazitäten her auf jeden Fall den Leuten hier ein bisschen was Gutes getan. So, die Depots sind ja auch komplett voll an der Stelle. Industrie lasse ich dann mal. Die Gebiete haben auf jeden Fall hier schon mal die ein oder andere Buslinie. So, dann geht das weiter. Erstmal von hier aus starten. Dann mache ich aber das gleich mit den Bussen. Ne? Also, dann machen wir das auf jeden Fall gleich mit den Bussen. Das ist viel, viel besser. Das habe ich jetzt irgendwie bei den ersten Buslinien direkt vergessen. Genauso Sachen, wo man manchen einen Bus mehr geben kann, manchen einen Bus weniger. Aber ich glaube, drei Stück sind für den Bereich ausreichend. Ich hätte gerne in die Richtung noch ein bisschen ausgebaut. Aber wie man halt hier sieht,
ist hier die komplette Trennung drin vom Freeway. Ja. Das heißt, das können wir nicht machen. Wir können aber hier unten an die Stelle, weil wir hier noch sehr viele Gebiete haben, versuchen, dass wir die Leute hier mit ein bisschen was Größerem hier hinbegleiten. Wir haben, also ein bisschen hinlocken. Aber den hier bauen, ist auch viel zu groß. Aber den großen hätte ich gerne hier wirklich gebaut und auch in der Nähe von dem ganzen Geschehen hier. Was ich jetzt nochmal ganz kurz gucken möchte, bevor wir jetzt hier weitergehen. Hier die Verbindung, dass man natürlich hier die Wege auch dementsprechend so aufbaut, dass sie halt hier eine Verbindung auch direkt haben. Gut, das ist hier jetzt aber nicht so wild. Hier allerdings wird es ein bisschen schwieriger, ne? Hier haben die den Zebrastreifen da vorne. Wir lassen das mal als Zebrastreifen, gucken wir mal. Jetzt haben wir hier natürlich ein großes Paradies, um hier ganz gemütlich jede Menge Buslinien auf die Beine zu stellen. Ich würde gerne erstmal hier rechts anfangen. Wir machen Gebiet. Wir gehen von Gebiet zu Gebiet. Mal schauen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich in dieser großen Stadt super viel Spaß, solche Sachen zu machen. Natürlich danach ist das Ende, ne? Also nach dieser Serie, nach dieser Folge wird man in der Stadt nicht mehr sein. Das war so die letzte Idee, die ich hatte. Die ich eigentlich ganz cool fand. Mal gucken. Ich hoffe natürlich, euch macht es auch Spaß, sich die Folgen anzuschauen. Hier. An der Stelle. Mache ich auch nochmal so ein kleineres Depot hinmachen. Und wieder Depot. Ja, ich würde gerne eigentlich hier rüber, hätte ich auch nochmal so die ein oder andere Linie gemacht. Aber die wird nicht am Depot hängen dann. Und wieder das Depot. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, wenn ich Depot sag. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so drin ist. Eine hätten wir noch, aber das bringt uns nichts. So, jetzt haben wir ja ein paar Depots. Jetzt würde ich gerne hier einfach an den Bahnhöfen an sich nochmal die ein oder andere Linie durchlaufen lassen. Und die zwei Bahnhöfe zum Beispiel miteinander verbindet dann auch. Vielleicht hier noch an der U-Bahn. So. Ich glaube, wir haben wieder fast die gleiche Anzahl an Buslinien wie davor. Macht es trotzdem nicht übersichtlicher. So. Wie gesagt, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben hier Linien. 13 Haltestelle, 0 Fahrzeuge. Ja, daran liegt es vielleicht. Sehr gut. Können wir aber auch, wenn wir schon dabei sind, nehmen hier beides mal die 132 Slot Straßenbahn. Das ist echt sehr, sehr gut, dass solche Sachen mit reinkamen. Jetzt würde ich gerne Monorail, habe ich gelassen, denke ich mal. Habe ich absolut nicht gelassen. Mit der Monorail kann ich jetzt nicht so viel verändern. Das heißt, ich habe in beide Richtungen jetzt mal eine Monorail noch. Bei den Zügen gucken wir mal, dass wir hier natürlich jetzt nicht so viele Zuglinien dann haben. Wir hatten nämlich viel zu viele. Wo fange ich denn am besten an? Das heißt, hier steigen die auf jeden Fall um. Das geht nicht anders. Jetzt würde ich gerne nochmal schauen. Wir haben nämlich noch mehr. Wir haben hier nämlich noch einen Bahnhof. Und das ist der Bahnhof, der dann eben hier, mich nicht alles täuscht, endet. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der hier einfach endet. Der war dann auch nochmal für irgendwas gedacht. Zugnetz ist echt super schlecht ausgebaut, finde ich. Dann lassen wir den einen Bahnhof aus, aber der kriegt es halt volle Kanne ab, ne? Also, der Bahnhof, der kriegt es volle Kanne ab. Bin ich hier schon mal durch? Ne, ich bin verwirrt. Wo muss ich jetzt durch? Irgendjemand Wegweiser hier, ne? Ne, hier oben. Hä, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ich raff nichts mehr. Ich bin irgendwo anders. Ich bin hierher gekommen, ne? Ja. Hi. Ich bin's, der, wo sich verfahren hat. Es ist, ja.
Wenn man das nebenher aufbaut und alles, dann klappt das auch ganz gut. Aber das sind die Linien auf jeden Fall neu verlegt hier. Wir haben auch hier einige Herrschaften, die hier eben hinkommen. Das ist die große... Achso, wir können beide... Machen beide zu dem Expresszug, würde ich sagen. So, das haben wir auch. Gut. Und da würde ich gerne bei der U-Bahn nochmal reinschauen. Bei der U-Bahn würde ich gerne ein bisschen mehr ausbauen. Genau, wir haben hier nämlich die Haltestelle. Hier haben wir eine. Und zum Beispiel gerne hier. Ach du große Nummer. Ist nicht so begeistert davon, was ich hier vorhabe, ne? Das ist ja, dass wir mit der U-Bahn hier auch ein paar Probleme hatten. Ich würde hier gerne nochmal so ein Zwischenstück durchziehen. Schwierig, ich hoffe, das klappt. Was ist das hier? Das ist auch U-Bahn. Mhm. Sind trotzdem noch viel zu wenige, was wir hier haben. Sind trotzdem noch viel zu wenige. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so wenig... hier die so wenig verbunden habe. Haben wir auch. Hier hinten haben wir ja die Endstation dann. Und hier hinten haben wir nicht mal mehr irgendwelche Haltestellen, ne? Sehe ich das richtig? Warum habe ich denn hier gar keine Haltestellen? So. Das waren die neuen Gebiete, da war es mir dann auch schon wieder egal oder so. Wenn wir schon hier dabei sind, ne, dann ziehen wir auch hier. Da baut halt leider nichts auf. Deswegen habe ich hier wahrscheinlich noch nichts an U-Bahn. Es ist halt einfach wahrscheinlich nicht gelohnt hätte. Hier hinten sind wir dann wieder. So. Es wäre echt besser, wenn man dann halt einfach unterirdisch etwas besser bauen könnte. Hätte ich jetzt nichts gegen. Ich überlege gerade, ob ich den hier... ...hier noch hingehe. So. Das so verbinde. Hier rechts haben wir gar keine U-Bahn-Stationen. Dann haben wir mal ein bisschen Sachen, die da zwischendrin eingreifen. So, das heißt, ich werde von hier aus mit der Linie beginnen. So, das heißt, wir haben die Sachen soweit wieder angeschlossen. Das klappt soweit. Und jetzt würde ich erstmal ganz gerne schauen. Wie gesagt, das sind die Werte von vorher. Ich lasse das, glaube ich, einfach mal so offen. Ja, dann lassen wir das so laufen und dann müssen wir ja die Veränderung hier direkt dann sehen, würde ich mal sagen, oder?
So, das ganze Spiel lief jetzt doch schon einige Zeit, mehrere Stunden. Und ich habe jetzt auch sogar noch einen Neustart gemacht. Wir sind jetzt hier bei 810.000 Einwohner. Das heißt, unsere Stadt bekommt momentan auch wieder Einwohner dazu. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich denke mal bis zu 830.000. Dann geht das dann auf jeden Fall wieder runter. So war das auf jeden Fall immer, wo wir eben diese Stadt noch gebaut haben. Und verkehrstechnisch sieht es ganz gut eigentlich aus. Wir haben hier mittlerweile ja immer noch so 65, 66, 67 Prozent. Da hat sich jetzt nicht so viel verändert durch das, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel überarbeitet haben. Wir haben aber hier bei den öffentlichen Verkehrsmitteln doch schon große Änderungen. Also die Busse, ich habe es gerade nicht mehr die Werte ganz im Kopf. Also allgemein fahren natürlich mehr Leute jetzt schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich denke mal, wir waren vor insgesamt bei 7.000, jetzt sind wir bei knapp 9.000. Also es hat sich da schon ein bisschen was getan. Das heißt, so knappe 2.000 Leute haben wir wahrscheinlich mehr hier für unsere öffentlichen Verkehrsmittel hier an dieser Stelle begeistert. Wir haben hier bei der U-Bahn, da haben wir glaube ich sogar eher einen Rückgang gehabt. Ich habe jetzt so ein paar Verbindungen, so Zwischenverbindungen. Die U-Bahn habe ich ja an sich nicht umgebaut. Ich habe so ein paar Zwischenverbindungen mit reingebaut. Aber wir haben glaube ich eine neue Strecke mit der U-Bahn noch gemacht. Aber es hat sich trotzdem anscheinend nicht so ganz rentiert. Wir haben hier, muss ich sagen, durch die ganzen Buslinien und durch das, dass wir diese Busbahnhöfe an diesen Bahnhöfen vom Zug gesetzt haben, einen sehr, sehr großen Andrang von Leuten, die eben gerne mit dem Zug unterwegs sind. Das waren, glaube ich, vor unter 1000 Leute, also Bürger, Einwohner, die hier mitgefahren sind. Mittlerweile, also da haben wir uns ordentlich, da haben wir uns mehr als verdoppelt sogar damit, was ich sehr, sehr gut finde, weil die Zuglinien waren schon sehr katastrophal davor. Buslinien haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen ausgebaut. Ich meine, wir waren davor bei 1000 Leuten, die damit auch gefahren sind. Jetzt sind wir mittlerweile bei fast 3000. Also ich zähle jetzt mal nur die Einwohner. Wo ich sehr enttäuscht bin, was ich mir aber schon dachte, ist eben die Straßenbahn, die ist katastrophal. Absolute Katastrophe. Ja, wie gesagt, ich wollte ja hier nicht so diesen Mega-Umbau machen, sondern ich wollte einfach die ganzen Linien nochmal so ein bisschen neu verlegen, wollte eben so ein bisschen Knotenpunkte schaffen, wo halt sich viele der öffentlichen Verkehrsmittel treffen. Den kompletten Umbau, das hätte wieder so ein bisschen den Zeitrahmen gesprengt, ne, dass man, ich wollte nicht schon wieder irgendwie über eine Stunde hier ein Video veranstalten, weil, ja, wie gesagt, das ging mir jetzt darum, dass ich einfach hier nochmal die Sachen ein bisschen abändere, vielleicht ein paar Zwischenverbindungen von der U-Bahn noch hinzufüge, die Züge, das kannst du halt nicht so einfach umbauen, weil wir eben die Stadt drumherum haben. Wir haben da nur ein paar Zwischenverbindungen ein bisschen abgeändert. Die Buslinien haben wir ein bisschen neu verteilt. Ich wollte aber trotzdem mal sehen, was durch diese Busbahnhöfe eben so geschieht. Und ja, wenn wir das so ein bisschen gebündelt an der Stelle haben, dann passt das eigentlich ganz gut. Also unzufrieden bin ich damit nicht. Ich hätte trotzdem gehofft, bei den Einwohnern, die wir haben, dass wir da natürlich doch ein bisschen mehr rausholen. Also es schwankt. Wir sehen jetzt immer bei 6.700, also zwischen 6.700 und 6.900 Einwohner sind hier mit unterwegs. Das ist immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Ich bin ja auch nicht so der Fachmann hier für die öffentlichen Verkehrsmittel. Da gibt es den einen oder anderen von euch drunter, die da wirklich noch jede Menge Ahnung haben. Aber ich denke mal, wenn man das richtig aufgebaut hätte, mit dem Stadtaufbau die öffentlichen Verkehrsmittel direkt gebaut hätte, richtig, dass wir dann doch schon eine ordentliche Steigerung gehabt hätten zu dem, was wir jetzt eben haben. Na, wir haben, wie gesagt, hier so ein paar Punkte eben eingefügt. Hier ist natürlich schon einiges los, man sieht das. Es ist mit diesen Wendestationen, die ich hier so teilweise eingebaut habe, jetzt nicht so optimal. Aber natürlich trotzdem ist jetzt hier bei diesem Busbahnhof hier an dieser Stelle doch schon einiges los. Finde ich eigentlich ganz schön, dass sie mal so einen Busbahnhof mit reingebracht haben. Ne? Wir haben hier schon 1300 Leute, das ist ja hier, da treffen sehr viele Linien auch aufeinander. Wir hätten halt so gewisse Bahnhöfe gebraucht, die so einen kompletten Mittelpunkt und Verteiler spielen, haben wir auch nicht unbedingt. Obwohl wir hier schon sehr, sehr viel haben. Was ich aber sehr, sehr enttäuschend finde, ist, dass hier 5 Leute nur hier mit unterwegs sind. Aber das kann nicht sein. Wir haben hier tatsächlich Haltestellen. Da hätte ich nicht mitgerechnet. Das tatsächlich mit der U-Bahn läuft wahrscheinlich ein bisschen gleich wie eben hier auch die Züge, könnte ich mir vorstellen. Das sage ich ja, der Ausbau ist da ein bisschen schlecht. So, wir haben ja hier einen Busbahnhof gebaut. Wir gehen mal weiter. Wir haben hier
Haben wir ja auch nochmal so einen Busbahnhof gebaut. Ist jetzt nicht so viel, also hier muss ich sagen, ist nicht so viel los. Obwohl ich sagen würde, dass das schon eher so ein bisschen der Mittelpunkt ist. An dieser Stelle. Aber es ist tatsächlich doch wenig. Ah, hier haben wir sogar Intercity aus. Interessant. Wir lassen das alles mal so. Was sagt die U-Bahn? Läuft echt schnell. Also die U-Bahn hätte ich komplett neu aufbauen müssen. Das wäre besser gewesen. Und hier haben wir den großen. Das ist aber auch wenig für die ganzen Buslinien, ne? Das ist aber auch wenig. Klar, die müssen hier über den Zebrastreifen. Ich denke mal, das ist aber trotzdem in Ordnung. Das sind ja so die Sachen, die wir umgebaut haben. Wir haben, glaube ich, hier oben. Ich hätte das ganz, ganz anders aufbauen müssen von Anfang an. Ich muss gerade mal suchen. Wir haben hier, glaube ich, nochmal was gemacht. Genau. Hier ist natürlich, je nach Spiel, ist halt hier ein bisschen mehr los. Also, gut, da werden die Schwankungen so zwischen 6.700 Einwohnern und 6.900 so ein bisschen liegen. Wenn ein Spiel halt veranstaltet wird, dass es halt besser läuft oder schlechter. Genau. Wir können uns mal anschauen. Also, wie gesagt, verkehrstechnisch halten wir uns. Da haben wir, glaube ich, nicht so viel rausgeholt. Die Buslinien an sich, wir hatten sehr viele Buslinien, die sehr, sehr schlecht liefen. Davor. Ich muss sagen, wir haben trotzdem weiterhin auch Buslinien, die sehr, sehr schlecht laufen. Da ist halt kaum was irgendwo an den Haltestellen unterwegs. Das merkt man, das ist nicht ganz so prickelnd. Also wir haben auch hier noch weitere Umbaumöglichkeiten. Beispielsweise solche Buslinien hier, die müssten wir halt eher nochmal umsetzen oder umbauen. Hier ist an den Haltestellen nicht mal irgendwas los. Was ist denn das? Das ist diese Lila, ne? Die geht hier runter. Drehen teilweise. Ah ne, die gehen hier einmal rum. Das ist dieses Gebiet, was hier abgeholt wird von den Leuten. Da möchte nicht mal irgendjemand. Das ist, glaube ich, in. Nee, das ist. Ach so, ja, das ist Büro, ne? Das ist Büro. Ja, das ist Bürogebiet. Büro ist halt eh auch verkehrstechnisch kaum was los. Das ist irgendwie. Bürogebiet finde ich in diesem Spiel echt schlecht gelungen. Gerade wenn man so die Industrie so ein bisschen betrachtet. Klar, die haben noch so ein bisschen den zusätzlichen Verkehr, wo sie halt die ganzen Fahrzeuge benötigen für den Im- und Export. Ne? Und die ganzen Waren dann auch, um irgendwelche Sachen herzustellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Bürogebiete, deswegen baue ich das in Großprojekten immer ganz gerne, hat einerseits kaum Verkehr und andererseits halt kaum Leute, die da gerne unterwegs sind. Ja, das hätte man dann, die könnte man sich zum Beispiel sparen komplett. Ja, ob wir jetzt so viel hier dran gerüttelt haben, weiß ich nicht. Ich finde es toll, dass der Zug wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Na, die U-Bahn tatsächlich, ich weiß nicht, wo die vor war, aber ich meine, dass wir dort doch schon einige Leute haben, die weniger damit unterwegs sind, weil wir das mehr getrennt hatten. Wir hatten vorher, glaube ich, größere Routen. Wir haben das jetzt mittlerweile mehr getrennt. Und wie gesagt, ich sag mal so, den Zug haben wir rein gar nicht umgebaut. Wir haben nur die Linien alle neu verlegt und durch das, dass die Busse eben zum Zug kommen und da eben so diesen Verteilerpunkt haben durch den Busbahnhof, ist halt der Bus halt wirklich, der Zug wirklich doppelt so besucht wie davor. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Wirklich, da bin ich sehr zufrieden mit. Das ist okay. Das ist wirklich okay. So, das war aber auch so der letzte, das letzte, was ich hier in dieser großen Stadt einfach mal probieren wollte, weil es mich einfach auch interessiert hat. Ihr könnt euch das gerne auch selber rumprobieren. Ich habe das Safe Game natürlich hier auch wieder verlinkt als angepinntes Kommentar. Vergesst halt die Mods nicht dabei. Ich werde das nochmal dazu schreiben, denn ich werde das Kommentar, was ich schon unter dem letzten Video dann eben angepinnt habe, werde ich einfach nochmal hier reinkopieren. Dann habt ihr die Möglichkeit, einfach selbst ein bisschen rumzuprobieren. Dann könnt ihr die Bilder mir gerne per Discord dann zukommen lassen. Ne? Und ja, dann kann man sich da vielleicht ein bisschen vergleichen, weil ich denke mal, der ein oder andere von euch wird da auf jeden Fall mehr Chancen haben wie ich. Für mich hat es aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht, das Ganze hier aufzunehmen und einfach ein bisschen rumzuprobieren. Und ja, ein bisschen Steigerung hatten wir ja. Der Wunsch wäre wirklich gewesen, sich zu verdoppeln, aber ist leider nicht so. Naja, aber wie gesagt, für mich war das nur ein Versuch und für mich passt das auch so, dass es ein bisschen Steigerung dabei ist. Aber für die Einwohnerzahl, die wir hier haben, ist es halt nicht gerechtfertigt. Wir sind über 800.000 Einwohner mittlerweile wieder. Wie gesagt, irgendwann sinkt das auch wieder. Und ja, wie gesagt, das ist meine 800.000 Einwohnerstadt. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Aber so ist es bei dieser Stadt eben immer schon gewesen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und wir
werden dann vielleicht in meinen anderen Safe-Games auch nochmal ein bisschen Sachen umarbeiten. Also jetzt Verkehrstechnik und öffentliche Verkehrsmittel wahrscheinlich nicht, sondern halt ein paar andere Sachen. Ich denke mir immer ein bisschen was aus, was man eben machen könnte, was vielleicht ganz cool wäre. Und so wandern wir dann einfach durch meine ganzen gebauten Städte im Laufe von Cities Skylines 1, was ich da eben so auf die Beine gestellt habe. Und ja, das alles hoffentlich noch vor Cities Skylines 2. Da haben wir so einen kleinen Rückblick und wie gesagt, die Playlist heißt ja hier auch zurück in die Vergangenheit. Ja, ich finde es ganz cool, in den alten Städten mal wieder ein bisschen unterwegs zu sein, obwohl die jetzt nicht ganz so alt ist, aber ich habe noch ein paar ältere Safe Games. Da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie noch zum Laufen bekomme. Das ist so die andere Sache. Seitdem hat sich noch mehr geändert als zu diesem Safe Game. Ich bin froh, dass das überhaupt funktioniert hat, weil es eben so ein so eine Riesenstadt ist und ich war mir echt nicht mehr sicher, was ich hier alles verwendet habe. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst bitte die Bewertung nicht. Wäre sehr, sehr cool, weil steckt schon ein bisschen Arbeit in den Videos. Und dann, ja, sehen wir uns in den normalen Videos gerne oder halt vielleicht auch in dem nächsten Video, wenn es weitergeht mit Zurück in die Vergangenheit. In dem Sinne, macht es gut. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.